Falls sich der Fisch hier wiederholen sollte, können wir immer noch einen zweiten Fischer wieder hinzufügen. Ah, die Standartenträger, die brauchen auch verdammt viel Geld übrigens. Das wollte ich nicht, ich wollte auf die Questtafel. Ja, einen Standartenträger brauchen wir. Eine Kathedrale müssen wir noch errichten. Der Hausierer heizt hier, sind die mal los. Habe ich mich so verguckt, dass man für das Ding. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Bildung scheint euch wirklich am Herzen zu liegen, oder? Euch erfreut schlicht der Anblick prächtiger Kathedralen. Nichtsdestoweniger seid ihr Ziel uns als Verbündete. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Wir sind stolz darauf, eine freie und aufgeschlossene Universität zu sein. Daher würden wir auch die okkulte Wissenschaft gerne in unseren Kanon aufnehmen. Allerdings mängelt uns an helfenden Händen. Ich würde es daher sehr zu schätzen wissen, wenn ihr uns mit einigen Gelehrten unterstützen könntet. Habt ihr wirklich beschlossen, Lucinda und ihren armseligen Bundgenossen zu helfen? Diesen Tag werdet ihr verfluchen. Ich wusste, ihr würdet die richtige Entscheidung treffen und für die gerechte Sache kämpfen. Ich und mein Volk legen all unsere euer Gebäude wurde ausgebaut. Vor der Rachsucht der Inquisition. Mhm. Kein Problem, das werden wir. Das wollte ich nicht. Ich wollte Holzfäller hütten. Was zur Hölle? Hat die Inquisition etwa schon meinen Cursor verflucht, oder was? So. Müssen wir mal wieder einen Blick auf Technologie werfen. Wir wissen nämlich nicht, wenn wir den Okkultismus freischalten, was er da so alles erforschen wird. Befestigung ausgebaut. Also werden wir eine ganze Menge an Geistlichen dann bereitstellen müssen. Und zu diesem Zweck, nee, wir können uns ruhig die gehobenen Wohnhäuser leisten. Die geben ja 5, also 15 insgesamt. Wenn ich davon 3 Stück errichte. Am besten 4. Hier noch eins. Sollte das mehr als ausreichend sein.
Ach ja, stimmt. Und jedes Lagerhaus gibt ja auch noch mal ein Bevölkerung. Also hier drüben sind wir, noch nicht befestigt. Oh, dann können wir ja eigentlich jetzt auch schon mal das Brot liefern. Also wir brauchen 6 und nochmal, 6, 10 mit dem hier, nee, halt, ich verzähl mich, das sind 8. 8, 12, 20 normale Mönche, also Novizen, plus, wie viele Novizen hier? 8, also 28, allein schon das brauchen wir, 28. Wie viel Wurstmacher habe ich eigentlich? Fällt mir gerade so auf. Habe ich nur den einen? Ich habe, glaube ich, nur den einen. Ja. So, dann zählen wir die nächsten mal durch. 2, 4, 8 von denen. Acht von denen. Plus 6 macht 14, okay. Ja gut, das Brot wird geliefert. Gebäudeausbau. 2-1 für die nächste Handelsroute. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Befestigung ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, dann holen wir uns den letzten Sektor, den wir uns noch holen können. Hervorragend. Ab sofort steht euch ein neuer Handelsaußenposten zur Verfügung. Okay, die greifen neuerdings lieber Pikiniere an. Okay, 2 Pikiniere ersetzen, das ist nicht so teuer. Gebäudeausbau fertiggestellt. Thank you.
Jetzt echt nicht, soll das ein Scheiterhaufen? Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ach, ein Wachturm. Halb Wachturm, halb Waffenlager irgendwie. So. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Bücher haben wir. Glückwunsch, eine Quest wurde erfüllt. Hervorragend, euer knuspriges Blut wird Befestigungsausbau sicher genügen. Als sein Rechnung meiner Anerkennung werde ich euch freies Geleit über das Gelände des königlichen Turnierplatz gewähren. Ah. Nett. Die bequemen Bürger werden sich nicht mehr mit einem gewöhnlichen Kampf zufrieden geben. Wir brauchen etwas Besonderes, die Inszenierung einer historischen Schlacht. Nehmen wir mal Waffen hier. Sendet eure Händler über die Handelskarte zu einem alten Schlachtfeld aus, um Erkundung für unsere Darbietung einzuholen. Aber seid flink, Grimhold, der Großmeister der tatischen Ritter, wird versuchen, euch zuvorzukommen und alles zu zerstören, was von archäologischem Wert ist. Gut. Kann ich das abbrechen also? 753 brauchen wir also. Sechs, fünf und drei, bitte. Oh Gott, wo bleiben die Pferde denn? Okay, 2-1, um die Schatztruhe aufzumachen, also die Schatzkiste, die es dort gibt. Wäre dann auch noch praktisch. Befestigung ausgebaut. Ich hoffe, die Pferde kommen bald. Genauso wie ich hoffe, die Räder sollten schon unterwegs sein, die gebraucht werden. Ich habe es hier schon wieder verpeilt. Meine Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ein Mehl, wow. Da schicke ich die ich habe, schon mal los. Zum Glück ist mein Hafen gleich daneben. Das habe ich ziemlich gut eingefädelt.
als eine eisliche Universität. Erforscht das historische Schlachtfeld. Ja, dafür brauche ich immer noch ein Pferdchen. Jawohl. Da zieht er los. Sehr gut.